Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Kurt Fethake. Die Ölbohrung trifft auf Erdgas. Ich hörte, wie aus der Bohrröhre ein dumpfes Rollen kam, ein Brodeln, wie wenn Wasser kocht, nur lauter. Es zischte. Während das Zischen noch anschwoll, schrie ich: Achtung, Männer, Gas! Jetzt hatte jeder Arbeiter ganz bestimmte, vorher genau festgelegte Handgriffe zu verrichten. Zunächst allerdings sah es so aus, als liefe auf der Plattform alles durcheinander. Aber dann zeigte es sich, dass die Männer längst darauf vorbereitet gewesen waren. Sie griffen nach Werkzeugen, Röhren und Verschlussstücken. Sie taten das nicht zum ersten Mal. Sie hatten es schon 100 Mal gemacht und sie verstanden ihr Handwerk. Währenddessen entwich das Erdgas mit donnerartigem Getöse durch die Bohrröhre. Es war der kritische Augenblick, in dem ein Funke genügte, um... Jetzt hoben 4 Arbeiter das schwere Verschlussstück auf. 2 andere schraubten es an. Dann arbeiteten alle fieberhaft daran, das Rohrende abzudichten. Endlich hatten sie es geschafft. Von Menschenhand gebändigt, strömte das Erdgas aus den geöffneten Hähnen. Ich atmete auf, als das Zischen leiser und leiser wurde. Die Männer ließen erschöpft die Arme sinken, ihr Atem ging keuchend, aber in ihren Gesichtern lag Befriedigung, als sie ihr Werk betrachteten.